meine Lieben, und willkommen zurück zu der nächsten Folge von Lost, ja, quasi von Lost Lands und Dark Parables 9 natürlich, die Königin der Träume. beinahe nicht die Kurve bekommen. So. Wir sind hier noch bei diesem besonderen Schieberätsel, nenne ich es mal. Jetzt müssen wir schauen. Das wird doof. Ja, das glaube ich bringt jetzt auch nicht relativ viel. Ich muss den hier irgendwie rauskriegen. Ja, haben wir's doch, oder? Jawohl. Bam. Und dann noch, ja, ich wollte nicht mal auf dem Tisch fertig machen, aber okay. Na komm, es passt hier rein. So, let's go. How nice that you gathered together for me. Now, face the Queen of Sands wrath. Einmal mit der Medizin und finde alle magischen Runen. Okay. Wilde Paare, bis nur eine Rune übrig bleibt. Okay, gut zu wissen. Hä?
Bringe die schwebenden Runen mit Hilfe der drei Pfeile in den richtigen Abschnitt unter jeder Pfeil einfach mehr Runen. Los, küss ihn. Jawohl. Die Schöne und das Beast-Variante. Jawohl, er ist wieder ein Mensch. Detective, you've saved Montefleur and you've broken my curse. For this, I am eternally in your debt. What have I done? All this suffering, these horrors! As the Baron drained my essence and evil corruption devoured my mind, but thanks to you, everything shall be restored. Jawohl. Ja, meine Freunde, die Quedics bestätigen es. Vielen Dank, dass du das Spiel gespielt hast, Dark Paras, die König der Träume. Sammeledition. Ich habe hier keine Sammelgegenstände gesehen. Ja gut, wir können es hier pausieren und beenden. Weil hier gibt es keine Extras oder sowas. Aber ich muss aber eins festhalten, ja? Ganz, ganz groß festhalten, ja? Wir haben kein... Ich denke mal schon, kein Minispiel übersprungen. Und haben auch keinen Tipp genutzt. Das muss ich festhalten. So, mal sehen, was weitergeht. Ich kann das jetzt leider nicht sagen. Ich mache das Ganze mit hier einer Seite. Ich kann es immer kurz sagen. Das heißt, ich kann es nicht zeigen, ich kann es aber sagen. Der nächste Teil, den wir dann rannehmen werden, ist... Moment, ich muss das Ganze auf Deutsch übersetzen. Ich sage, ich bin mich auf der Dark Parabis Fan-Wiki. Als nächstes müsste kommen... Goldklöckchen und der gefallene Stern, Teil 10 von Dark Parabis. Dann würde ich mal sagen, Dankeschön fürs Zuschauen. Hoffentlich hat es euch gefallen. Wenn ja, ein Abo wäre natürlich schön. Für die Folge natürlich ein Däumchen wäre nach oben. Die Benachrichtigungsglocke aktivieren nicht vergessen. Und denkt daran, die Folgen kommen immer montags, mittwochs, freitags. Und hier müsstet ihr jetzt hier drüben eigentlich schon die ganze Zeit zu Dark Parables 8 kommen. Die kleine Meerjungfrau und der violette Gezeitensammler. Und dann sage ich mal, bis bald.